Die Berlinghof hat einen Krippel rausgedrängt. Ein Krippel. Es ist ein Krippel. Es ist ein Krippel. Es ist ein Zwerg. Bergmanns Bühne ist wieder auf Tour und zwar geht's diesmal nach Mannheim ins Kapitol. Steuermann ist heute der liebe Moritz. Ja, wir fahren ins Kapitol und sehen die Vorpremiere des Blume-Peter. Was ist der Blume-Peter? Ehrlich gesagt, keine wirkliche Ahnung. Ich habe im Vorfeld mir erlesen, dass der Blume-Peter eine Kultfigur ist in Mannheim. Und zwar war das offensichtlich ein kleinwüchsiger Blumenverkäufer, der ja als Witzfigur wahrgenommen wurde und weiterhin wird und den man jetzt im Kapitol in Mannheim mal ganz anders erleben darf. Also ein ganz spannendes Projekt über eine Mannheimer Kultfigur. Ich selber bin ja mit dem Kapitol auch sehr verbunden, seitdem ich dort 2018 Jesus Christ Superstar spielen durfte. Unter anderem mit Sascha Krebs, Alexander Klaas, Femke Sutentra und. Und freue mich sehr, dass ich zu dieser Vorpremiere eingeladen bin. Und ich werde natürlich berichten. Und jetzt komm doch einfach mit nach Mannheim. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die liebe Sandra Maria Germann. Herzlich willkommen auf Bergmanns Bühne. Hallo. Liebe Sandra, du warst heute Abend der Blume-Peter persönlich. Ja. Darf ich dich fragen, selbst als kleinwüchsige Person, ich hoffe, das ist der richtige Ausdruck, so nennt man das. Ja. Wie hast du dich in diese Rolle reingefühlt und wie hast du dich diesem Menschen angenähert, dieser Figur angenähert? Also ich habe mir erstmal ganz viele Infos eingeholt, um so viel wie möglich über den Blume-Peter zu erfahren. Und als ich dann das Textbuch erhalten habe und die Geschichte, die im Musical ja erzählt wird, gelesen habe und als es dann auch in die Probenarbeit ging, habe ich gemerkt, dass ich, also anfangs speziell habe ich gemerkt, muss ich gar nicht so viel machen. Mhm. Ich muss mich ganz oft einfach nur an meine Kindheit zurückerinnern oder an Ereignisse, die in meinem Leben ähnlich waren als bei ihm. Also, dass man gehänselt wird oder ausgelacht wird oder verspottet wird. Das kannte ich alles schon. Mhm. Und deshalb konnte ich mich mit dieser Figur extrem gut identifizieren. Ich habe ganz viele Parallelen zwischen dem Leben von Blume-Peter und mir festgestellt. Es war natürlich eine andere Zeit, ganz klar. Wie hältst du das dann von dir fern, von der Person Sandra? Wie trennst du das als Schauspielerin? Diese Bösartigkeiten, die der Blume-Peter auch entgegengeschleudert kriegt? Also tatsächlich, seit ich diese Rolle spiele und mir solche Dinge auf der Straße oder so passieren, dass mich Leute komisch angucken. Passiert oder das wirklich? Das passiert tatsächlich, dass ich komisch angeguckt wird, dass ich zum Teil auch sogar ausgelacht werde oder mir Dinge hinterhergerufen werden. Und seit ich diese Rolle spiele, beziehungsweise seit wir angefangen haben zu proben, kommt das nicht mehr so nah an mich ran, sondern ich habe so einen inneren Buddy, nämlich den Blume-Peter, weil ich mir denke,
ihm ging es genauso. Das heißt, das klingt jetzt so absurd, aber ja, das war das so eine kleine, ist das so eine kleine Therapie auch der Blumenfeder für dich? Also ich glaube, dass ich damit mich ein Stück weit mit den Ereignissen, die speziell in meiner Kindheit passiert sind, versöhnen kann oder dass ich meine Kindheit somit nochmal verarbeite, zu leben mit Kleinwuchs. Mich berührt es sehr, weil ich arbeite ja auch mit Kindern als Erzieher. Und wenn du sowas erzählst, dann macht es auch was mit mir. Ich wünsche dir, dass deine Karriere so steil weitergeht, wie sie gerade läuft. Dankeschön. Ich wünsche dir wunderbare Rollen, die dich vielleicht eben nicht auch darauf immer festlegen. Du hast ja unter anderem, okay, das war jetzt auch darauf festgelegt, aber du hast ja Love Never Dies, die deutsche Erstaufführung in Hamburg spielen dürfen. Ist ja auch ganz wunderbar. Ja, ich wünsche dir, dass du noch viel mehr richtig tolle Rollen spielen, Dankeschön. Die vielleicht nicht persönlich therapeutisch sind, sondern die dann du dann einfach mit viel Lust und Freude füllen kannst. Ja, also das passiert tatsächlich. Ich habe früher, am Anfang meiner Karriere, habe ich immer gemerkt, dass ich nur die Kinderrollen gekriegt habe oder die Tierrollen. Also ich habe ziemlich viele Tiere gespielt. Und jetzt mit dem Reiferwerden und länger im Berufsleben zu arbeiten, merke ich auch, dass Regisseure durchaus auch mal anders besetzen. Und das freut mich. Theater ist ja immer Imagination, immer sich was vorstellen. Ja. Und ich finde, Rollen müssen auch einfach offener werden für alle Menschen. Ja. Ich bedanke mich, dass du so offen warst. Vielen Dank und viel Spaß mit den weiteren Vorstellungen von Blume Peter. Dankeschön. Tschüss, dankeschön. Danke, tschüss. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich gerade in einer kleinen Bredouille, in einer kleinen Zwickmühle. Das Theater, das Kapitol Mannheim, hat mich eingeladen, diese Vorpremiere zu rezensieren. Und eigentlich spricht es gegen alle ungeschriebenen Theatergesetze, dass man eine Show, die eben noch in Previews ist, bespricht und rezensiert. Das macht man traditionell eigentlich erst nach der Premiere, weil eben die Show noch Zeit hat, haben muss und bekommt, um sich noch weiterzuentwickeln. In den ganzen Previews werden Notizen gemacht von den Kreativen, die schauen sich das dann nochmal an und gucken, vielleicht könnte man hier noch und da noch, dann wird geschraubt und gemacht und zur Premiere ist die Show dann fertig. Im Fall von Blumenpeter war die Vorpremiere, die ich besucht habe, am 11. September und die eigentliche Premiere wird am 23. Oktober sein. Das sind gute 6 Wochen, um noch an der Show zu arbeiten. Und hier ist so ein bisschen mein Dilemma. Ich finde, das braucht sie auch. Die Show war an dem Abend, an dem ich sie sehen durfte, meiner Meinung nach noch nicht fertig. Ich habe aber mit dem Theater nochmal Rücksprache gehalten und man wünscht sich, dass ich was dazu sage. Und das tue ich jetzt hier auch. Das wird aber keine echte Rezension, eben weil an der Show zu Recht und gut noch gearbeitet wird. Erstmal so ein paar rein technische Dinge, sag ich mal. Die Show war einfach zu lang. Ich habe es in Erinnerung, gute 3 Stunden. Da wird jetzt nochmal ordentlich gekürzt. Und da wurde mir gerade gesagt, etwa 20 Minuten noch rausgenommen. Gut so, muss auch. Das Ding braucht Straffung. Das Licht, das ja ganze Welten im Theater erschaffen kann, war an dem Abend eher nur hell oder dunkel, eher nur an oder aus. Und man kann ja teilweise auf ganze Bühnenbilder verzichten, wenn man gutes Licht hat. Auch daran wird noch gearbeitet und das finde ich auch extrem nötig. Viele Szenenübergänge waren noch holprig, auch für eine Vorpremiere völlig normal. Man hat es ja einfach noch nicht so oft gemacht und man hat eben noch Zeit bis zur Premiere, um das zu schleifen. In dem Fall war für mich so ein bisschen das störende Element, dass einige Szenen mit einer Reprise endeten. Das heißt, das musikalische Motiv wurde nochmal aufgenommen, aber dann war da keine Komposition dahinter. Die wunderbare Band hat da nichts gespielt, sondern jeder Darsteller, jede Darstellerin hat sich so ein bisschen seine Tonart gesucht und dann nochmal so ein bisschen das Grundmotiv gesungen. Da wünsche ich mir, dass entweder tatsächlich eine echte Reprise mit musikalischer Untermalung komponiert wird oder das dann einfach rausgenommen wird, weil so war es nicht ganz überzeugend. Das sind also alles rein technische Dinge, sag ich mal, an denen noch gearbeitet werden kann und wie ich weiß, eben auch gearbeitet wird. Was mich persönlich an dem Abend am meisten irritiert hat, war der Fokus der Show. Die Show heißt Blumenpeter und ich als Nicht-Mannheimer weiß sehr wenig über die Figur, habe mir im Vorfeld ein bisschen was erlesen, hatte auch keine wirkliche Erwartungshaltung, was da jetzt auf mich zukommt. Die einzige Erwartungshaltung war, dass ich was über diese Figur, über diese Person, über den Blumenpeter erfahre und das
war tatsächlich sehr wenig. Der Blumepeter ist fast die Nebenfigur dieser Inszenierung, gerade im ersten Akt. Da kommt er fast nicht vor, da wird sehr viel über ihn gesprochen, sehr viel neben ihm, wenn er dann mal auftaucht. Und es wird sich meiner Meinung nach viel zu sehr auf Nebenfiguren konzentriert, die ich ganz persönlich als Nicht-Mannheimer nicht besonders interessant fand. Ich hätte mir gewünscht, viel mehr über den Blumepeter als Person zu erfahren. Ich verstehe, dass die echte Figur, die mittlerweile zur Witzfigur im Karneval verkommen ist, dieser echte Mensch Blumepeter eben nicht nur kleinwüchsig, sondern auch geistig zurückgeblieben war. Und das lässt der wunderbaren Sandra Maria Germann eigentlich nur die Chance, in 2 bis 3 Wortsätzen zu agieren. Zum Beispiel der berühmte Satz "Carf mir Ebbes ab", was gleichzeitig auch einer der interessantesten Hitsongs der Show ist. Carf mir Ebbes ab, Carf mir Ebbes ab, für 20 Penning, für die Mamme, für die Babbe und für die, wo du drüber hoppt. Also, kauf mir etwas ab, das hat der Blumepeter wohl immer gesagt. So, und Sandra Maria Germann muss in diesen 2 bis 3 Wortsätzen agieren, eigentlich die ganze Show lang. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man ist doch im Theater, dass man irgendein theatralisches, stilistisches Mittel findet, dass diese Figur mal aus sich heraustritt und mal sagt, ich will, ich hätte gewollt, ich hätte die und die Person sein können. Also einfach mal eine unrealistische Momentaufnahme schafft, wo wir etwas von dem Innenleben dieser Figur erfahren. Auch wenn es vielleicht nicht das echte Innenleben war, das wir gar nicht kennen. Wir kennen ja nur, was die Geschichte überliefert hat. Ich persönlich habe für mich viel zu wenig über das Innenleben dieser Figur erfahren. Und das war die interessante Figur. Ich wollte gar nichts über die Nebenfiguren wissen. Der Mannheimer, die Mannheimerin vielleicht schon. Da ist zum Beispiel Sascha Oliver Bauer, der Karl Buck spielt. Und da gibt es im 2. Akt mal einen Moment, wo, Spoiler, der Blumepeter aus dem Sanatorium, aus der Nervenheilanstalt ausbricht und mal sagt, ich will das nicht, ich will nicht zurück. Aber auch das sind 2, 3 Wortsätze. Da interagiert er ganz wunderbar mit Sascha Oliver Bauer, aber trotzdem erfahre ich so wenig über diese Figur und das hätte ich so gerne. Es hätte die Chance gegeben, Sandra Maria Germann in solchen Sequenzen, ich trete aus mir heraus und sag, was ich will, Sequenzen, mal einen geilen Song zu geben, sich nochmal anders zu zeigen. Sie spielt dieses in sich Gefangene, diese in sich gefangene Figur ganz überzeugend, ganz rührend, ganz erschütternd spielt sie das. Aber ich hätte gerne noch einmal diese Figur aufwachen sehen. Das hätte ich mir gewünscht. Also, das war mein Eindruck von diesem Abend. Technische Dinge, die leicht behoben werden können und an denen gearbeitet wird, und Dinge, wo ich eben nicht weiß, ob sich der eigentliche Fokus der Show nochmal verändern kann und ob es nur mir so geht oder ob eine Mannheimerin, ein Mannheimer die Show ganz anders aufnimmt, weil die ja wissen, welche Nebenfiguren da auftauchen, die mir als Otto-Normal-Zuschauer gar nichts sagen. Die Liveband spielt ganz wunderbar auf, auch gerade die Klarinetten-Sounds, das ist ganz toll. Es ist ohrwurmlastig, gerade mit Carf Mir Ebbes Ab. Die Show hat unbenommen das Zeug zum Kult. Bitte schaut euch selbst an und überzeugt euch selbst, was daraus wird. Premiere ist am 23. Oktober, sind viele, viele Vorstellungen geplant. Macht euch selbst ein Bild und besucht das wunderbare Kapitol in Mannheim. Das ist keine einfache Show, die geht wirklich an die Substanz. Aber was ist denn Theater sonst, als dich bewegen und etwas mit dir machen und vielleicht auch Kontroversen anregen? Geht bitte selbst dorthin und schaut euch den Blumepeter an. Und dann interessiert mich sehr, könnt ihr auch hier unten kommentieren, was ihr über die Show denkt und wie euch die Show gefallen hat. Sowieso freue ich mich über Kommentare unter diesem Video. Vielleicht habt ihr schon andere Sachen im Kapitol Mannheim gesehen. Wie seid ihr mit dem Kapitol Mannheim verbunden? Bitte hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das bringt den Kanal weiter, das bringt den Kanal nach vorne. Bis zum nächsten Video wird es jetzt 2, 3 Wochen dauern, kann ich noch nicht sagen, denn für mich ist ein kleiner Wien-Aufenthalt geplant. Aha, und da will ich mir natürlich auch einiges anschauen und das gibt mehr als nur einen Vlog, das kann ich schon mal versprechen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.